Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplay Titanfall 2 mit mir, Alabach 1990, auf der Map Blackwater Candle mit der Spitfire. Ja, ich muss leider sagen, Titanfall ist zwar ein geiles Spiel, ja, aber auch hier haben ja schon die Camper Einzug gehalten. Das heißt, du kannst, spawnen und bist sofort tot. Deine Titan, oder wenn du deinen Titan holst, der ist auch sofort tot, weil irgendwie gefühlt von überall irgendwann herkommt. Gut. Das heißt, jeder Shooter ist scheinbar verseucht mit diesen Spackos, die halt irgendwie das Spielsystem nicht ganz verstehen. Aber nun gut, egal. Ich mache das Beste nochmal draus. Und Titanfall 2 wird heute auch erstmal das letzte Mal kommen. Vorerst. Ich habe keine Ahnung für wie lange. Oder wann ich das nächste Mal Titanfall 2... Ach komm schon, da sitzt der Spast schon und wartet da auf seine Currywurst, um die da zu futtern. Ist doch lächerlich sowas. Ohne Mist. Weil ich kann auch nicht wirklich sagen, alleine wegen den Views ist Titanfall 2 jetzt nicht gerade so prickelnd. Wenn ich jetzt da durchkommen würde, wäre es auch mal egal. Alter, das kann doch nicht sein, dass der da schon wieder umherhängt, Alter. Spasti. Über mir, übrigens. Na, wo ist er? Vor allem, manche flitzen auch so dermaßen hin und her, da kommst du gar nicht mit Aim hinterher. Holy shit. Na gut, egal, das ist aber nicht das Problem. Das ist halt einfach nur Gewöhnungssache, dass du halt hier einfach Renn- und linke Maustaste drücken musst. Mir ist es nicht. Dafür muss man halt... Das ist halt eine Gewöhnungssache, wie auch immer. Ja, ich finde es halt ein bisschen kacke, dass Titanfall halt nicht so stark geguckt wird. Ist vielleicht auch nicht so jedermanns Spiel, das kann ich auch nachvollziehen. Aber man kann ja zumindest mal reinschauen. Und dich Spaß haben wir zumindest gekriegt. Weil ich finde Titanfall persönlich ist ein geiles Spiel. Und es gehört... Es ist zwar Geschmackssache. Ja, natürlich. Aber trotzdem hat Titanfall auch einen gewissen Reiz. Und ist eine... super schöne Abwechslung zum COD oder sonst irgendwas. Einzige Problem, was Titanfall aktuell hat, sind halt irgendwelche Spastis, die da irgendwo hängen. Ja. Und sich dann freuen, wenn sie einen Kill machen, weil sie einen weggekämmt haben. Komm jetzt. Na, geht doch. Oh, shit. Ich habe keinen Bock, jetzt drauf zu gehen. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall wird es jetzt erstmal vorerst die letzte Folge Titanfall 2 sein. Wie gesagt, ich werde nochmal gucken und mal testen, ob es einfach nur an euch liegt, dass ihr Titanfall nicht mögt. Das verstehe ich aber nicht ganz, weil dann kann man auch schreiben, pass auf, bring doch mal bitte was anderes außer Titanfall 2. Weil das ist nicht so unseres. Damit hätte ich kein Problem, aber irgendwie die Videos zu ignorieren, finde ich halt irgendwie ein bisschen unterste Schublade. Ist einfach so. Alleine, weil ich auf die Views angewiesen bin. Mehr oder weniger, wo ich dann entscheiden kann, ja gut, das Spiel bleibt, das Spiel geht. Das Spiel werde ich dann halt nur streamen, so in der Art. So wie beispielsweise Rainbow Six Siege. Wird jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr kommen. Black Ops 3 wird auch nicht kommen, weil das weiß ich nicht. Das habe ich halt nur vorrangig. Zum Anfang zumindest nur gestreamt. Oh, scheiße. Ich würde ganz gerne da landen. Das war wieder knapp. Und ich habe keinen Bock, da irgendwie von der KI abgeholt zu werden. Ja, ich weiß, dass da noch einer lief. Und aktuell läuft es eigentlich ganz gut. Ja, wie gesagt, ich habe mich jetzt schon ein bisschen... besser einspielen können. Und daher läuft es eigentlich an sich. Aber wie gesagt, wenn es wirklich an den YouTube-Problematik liegt, was halt der größere Faktor ist, weil vorher haben meine Views auch bei Titanfall waren die ganz okay. Muss ich sagen. Aber jetzt, dass da halt nur allein, dass da halt nur mal 0 stehen oder eine, ist halt sehr eigenartig. Alleine Titanfall hatte damals, bevor die YouTube-Problematik überhaupt anfing, dass YouTube halt irgendwie, keine Ahnung, so mistig wurde, nenne ich es jetzt mal,
Ah, scheiße. Ich dachte, der kriegt mich nicht mit. Hatte Titanfall selbst schon 10 Aufrufe. Ich weiß, es ist nicht viel bei 1000 Abos, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch genug, für mich, dieses Projekt weiterzuführen. Der Typ scheint wohl tot zu sein. Da haben wir wieder ein paar Spectre, wo wir einfach reinhalten können. Die Spitfire mag ich halt mega geil, weil du halt, wenn da halt so viele drin sind, weil so viele Spectres oder Fußsoldaten da sind, du kannst einfach reinhalten und das ist mega nice. Vor allem, du brauchst halt nicht nachdenken, pass auf. Kacke, das ist mega scheiße gerade. Ja, das ist ein bisschen doof. Das heißt, ich werde mal versuchen, mich direkt in der Mitte zu stellen. Ja gut, das hat jetzt nicht ganz so geklappt. Scheiße. Ich wollte mich eigentlich mitten reinstellen. Mitten rein und dann mich kaputt machen lassen und dann mit der Kernexplosion ein bisschen was reißen. Aber ja, das hat leider nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe. Auf jeden Fall 3 Titans bei uns, 3 im Gegnerteam. Die Frage ist halt, wo sitzen schon hier die Piloten ab? Gucken wir mal kurz hier. Da oben, da. Nee, das ist keine. Da hinten rennt er. Die Frage ist jetzt, wie komme ich hier am besten hoch? Machen wir so. Zack. Lol. Das war ein Was? Das war ein Pilot? Lol, okay. Na, da habe ich nur einen Assist bekommen. Schade eigentlich. Ich habe mal eigentlich recht gut angehittet. Ja gut, egal, passt schon. Holen uns jetzt mal hier ein paar Spectre. Da ist die Spitfire eigentlich auch recht geil. Ja, die LMGs sind generell recht gut. Aus dem Grund, weil. Wird denn kommen? Zack. Aus dem Grund, weil sie halt viel Schuss haben. Und vor allem, wenn du die dann noch modifizierst, also mit der stärkeren. Also mit der komischen Karte, mit der Zusatzkarte. So, zack. Dass die halt mehr Damage raushauen. Da bist du eigentlich hier mit OP, weil du halt einfach mal 100 Schuss oder was die hat, einfach mal rausbraten kannst, ohne irgendwie nachzuladen. Und das mit doppelter Kraft. Wow, Halleluja auf jeden Fall. So, normalerweise müssten wir eigentlich ganz gut am Start sein. Ach, da. Mach mal hier, Drecksau. Ja, natürlich zeigt er sich jetzt nicht mehr. Dafür habe ich dich aber da gesehen. Oh, zack, zack, zack. Da drinnen war... Ah, gut, man, das ist schon wieder kacke. Kannst du mal bitte kaputt gehen jetzt? Weiß nicht. Ja, gut, scheiße. Ja, gut, das Problem ist halt... Ja, gut, ich verpiss mich. Wir sind blau. Wie können wir eigentlich so knallhart verlieren, Alter? Holy shit. So, geh rein. Das verstehe ich nicht ganz, wie wir halt so knallhart verlieren können. Gut, sie haben auch ganz gut gekämpft wieder. Ich finde es halt scheiße oder schade, dass ein Titanfall 2 so verkämpft gerade ist. Das war ein Titanfall 1 doch nicht so. Ja gut, es ist komischerweise in jedem COD auch so, dass die Leute, die halt irgendwie die Spiele, ich weiß es nicht, ob das Spielverständnis fehlt oder keine Ahnung, oder ob die einfach nur mad sind, weil sie schlecht sind, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Oh. Auf jeden Fall fehlt da irgendwas. Ich glaube, ich hätte mal nicht reingehen sollen. Auf jeden Fall finde ich, fehlt da irgendwas, weil die Leute campen sich halt mehr. Und das finde ich halt mega scheiße. Und darum Camper Lose. Camper Winston meine ich. Leider. Ist leider so. Kann ich halt nicht anders sagen, weil die ersten 3, die saßen wirklich partout nur überall. Ja, Blackwater Candle. War aber eine gute Runde mit 10, 1 oder 2. Also 10 Pilotenkills, 1 oder 2 Titankills. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch einen schönen dritten Advent. Ne, vierten Advent haben wir sogar schon. Ja, ein schönes Wochenende. Und ja, nächste Woche gibt, weiß ich noch nicht was. Auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall raus. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und denkt an die Likes. Und wenn ihr noch 1 oder 2 Kommentare schreibt, wäre es auch hilfreich, weil der neue Algorithmus von YouTube scheint wohl auch noch mit Kommentaren, umso mehr Kommentare du hast und Likes du hast, umso besser werden deine Videos halt geratet. Auf jeden Fall, ich bin raus, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.